Ahoi! Heute wollen wir euch mitnehmen auf eine längere Tagestour von Wilkerath im Bergischen Land über Agger und Sieg bis zum Rhein. Die Agger ist ein knapp 70 Kilometer langer rechter Nebenfluss der Sieg, der das Bergische Land durchfließt und bei Siegburg in Sieg mündet. Die Agger ist nicht nur einer der schönsten Flüsse im Bergischen Land, sie lässt sich auch von Köln aus leicht und unkompliziert erreichen. Der Oberlauf wird von der Aggertalsperre bestimmt, die aufgrund ihrer schönen Landschaft und des klaren Wassers bei Paddlerinnen und Paddlern ebenfalls beliebt ist. Aber auch im weiteren Verlauf liegen noch einige kleinere Stauseen, weshalb sich die Agger für eine Mehrtagestour nicht wirklich eignet. Angereist sind wir mit der Bahn von Köln aus bis Overath und dann noch einige Kilometer weiter mit dem Bus bis zu unserer Einsatzstelle in Wilkerath bei Fußkilometer 29. Der Fußweg von der Bushaltestelle bis zu unserem Einstieg dauert nur wenige Minuten. Die Koordinaten der Einstiegsstelle findet ihr in der Videobeschreibung. Chris ist heute mit dem Subboard unterwegs, ich wie immer im Kajak, heute mit dem Grabner Escape. Zügig haben wir Kajak und Subboard aufgebaut und können aufs Wasser. Let's go! Wir befahren heute den beliebten Unterlauf der Agger von Flusskilometer 29 bei Wilkerath bis zur Mündung in die Sieg und dann weiter auf der Sieg bis in den Rhein. Insgesamt sind das gut 39 Kilometer. Der von uns heute befahrene Abschnitt der Agger weist bis auf ein Schrägwehr kurz vor der Mündung keine Unterbrechungen oder Umtragungen auf. Für Abwechslung auf dem durchgehend flott fließenden Fluss sorgen viele kleine Stufen, Schwallstrecken und Sohlgleiten. Nirgendwo wird aber mehr als Wildwasser der Stufe 1 erreicht. Auf der Agger gelten Befahrungsregelungen für Paddelboote. So muss am Kraftwerk Wilkerath mindestens 5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgelassen werden. Das entspricht ca. 70 cm am Pegel Overath. Heute liegen wir mit 79 cm ein Stück darüber. Außerdem muss die Agger aus Naturschutzgründen ohne Aufenthalt durchfahren werden. Und es dürften pro Tag nicht mehr als 50 Boote unterwegs sein. Die Kiesbänke auf den letzten Kilometern vor der Mündung dürfen nicht betreten werden. Auch für die 10 Kilometer auf der Sieg gelten Naturschutzregelungen. So dürfen hier ebenfalls nur maximal 50 Boote pro Tag unterwegs sein. Heute, an einem sonnigen Tag Mitte März, sind wir zwar nicht alleine auf der Agger und der Sieg unterwegs, aber trotzdem sind es weit unter 50 Booten.
Leider hat Chris schon kurz nach dem Start die Befestigungsschraube für seine Finne verloren. Auf der Agger hätte er die Finne wegen der vielen kleinen Stufen und Schwallstrecken ohnehin kaum einsetzen können, aber auf der deutlich breiteren und tieferen Sieg und vor allem den letzten paar hundert Metern auf dem Rhein rächt sich das. 39 Kilometer ohne Finne mit einem entsprechend schlechten Geradeauslauf sind ein echtes Brett. Bei Flusskilometer 14 machen wir an der Naturschule im Aggerbogen unsere erste Pause. Die Agger hat vor einem Mittelgebirgsfluss ziemlich klares Wasser. Vor einigen Jahren wurde in der Presse berichtet, dass die Agger die größte Population von Wildlachsen in Deutschland habe. Wir können das zwar nicht überprüfen, aber es erscheint uns nicht ganz unwahrscheinlich. Bei Kilometer 13,5 passieren wir das Restaurant Aggerschlösschen. Zu Nicht-Corona-Zeiten eine schöne Möglichkeit zum Einkehren. Aber auch eine gute Ein- und Ausstiegsstelle, falls man nur einen kürzeren Abschnitt der Agger fahren möchte. Wichtig ist das Aggerschlösschen aber auch, weil es einen etwa 2 Kilometer langen, etwas begradigten Abschnitt ankündigt, auf dem hintereinander 5 Stufen bzw. Sohlgleiten folgen. Bei dem heutigen Pegelstand sind alle diese Stufen leicht zu befahren. Aber bei einem geringeren Pegel können sie recht steinig werden und bei leichtem Hochwasser ziemlich wuchtig. Bei Kilometer 8 mündet kurz hinter der Autobahnbrücke der A3 von rechts der größte Zufluss der Agger, die Sülz. In Lohmar kommen wir bei Flusskilometer 5 erst am Pegel, dann an einem großen Campingplatz vorbei. Kurze Zeit später erreicht die Agger endgültig die Rheinebene und die Landschaft wird deutlich flacher als noch zu Beginn unserer Tour.
Am Kanu-Club Delfin Siegburg bei Ackerkilometer 2 überlegen wir kurz, ob wir hier unsere Fahrt beenden sollen. Aber schnell entscheiden wir uns, noch bis zum Rhein weiter zu paddeln. Es ist erst kurz nach 3 Uhr, also noch relativ früh am Tag. Für eine reine Aggerbefahrung ist der Steg am KC Delfin aber eine der am häufigsten benutzten Ausstiegsstellen. Das Aggerwehr bei Troisdorf haben wir auf der rechten Seite umtragen bzw. mit dem Bootswagen für etwa 200 bis 300 Meter umkarrt. Kurz danach mündet die Agger in die Sieg, die von hier aus nach 10 Kilometern kurz vor Mondorf den Rhein erreicht. Die Sieg ist auf dieser Strecke landschaftlich zwar nicht ganz so schön wie oberhalb von Siegburg, aber sie fließt abseits der Ortschaften und mit guter Strömung immer noch durch eine relativ naturbelassene Aue dem Rhein entgegen. Auf den letzten 2 Kilometern praktisch parallel zu ihm, nur getrennt durch eine schmale Landbrücke. Knapp 3 Kilometer vor der Mündung in den Rhein kommen wir an der Siegfähre und der gleichnamigen Gaststätte vorbei. Auch diese bietet zu Nicht-Corona-Zeiten eine schöne Einkehrmöglichkeit. Auf dem Rhein ist es von der Siegmündung dann nur noch weniger als ein Kilometer bis zu unserem Ausstieg an der Fähre in Mondorf. Dort bauen wir Boot und Sachbord vor einigen Schaulustigen ab und gehen wenige Minuten bis zur nächsten Bushaltestelle, um mit dem Bus zum Bonner Hauptbahnhof zu fahren. Spät am Abend beenden wir unsere insgesamt 39 Kilometer lange Tour über die drei Flüsse. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, uns zu begleiten. Bis hoffentlich bald zu einem der nächsten Videos. Euer Tobo.